Hallo und recht herzlich willkommen zur Star Wars Show, die deutsche Star Wars Show. Ja, die Amerikaner haben gestern mal wieder neue Sachen übermittelt über YouTube. Total recht herzlich willkommen im YouTube-Kanal. Ja, Deutsch. Star Wars Deutsch hieß früher Krieg der Sterne und der Millennium Falcon, der flog richtig mit Han Solo. Und da sind wir auch schon im Thema, bald kommt Han Solo Spin-Off 2018. 2017 im Januar wollen sie anfangen zu drehen, alles über Han Solo. Aber wir sind ja im Jahr 2016, im November. Und ihr seid hier im Stammtisch, beim Stammtisch. Von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, jeden Samstag geöffnet. Ja, warum sieht man jetzt hier keine anderen vor der Kamera? Weil die Damen und Herren, die da waren, zu jung waren. 6 plus und 9 plus. Aber dadurch haben wir ein Thema. 6 plus, 9 plus, die finden Lego gar nicht so geil. Komisch, ne? Ist denen zu kindlich, also die Filme. Weil ich sagte ja immer, Disney ab heute, ne, 4.11. ab heute läuft Lego bei Disney XD. Oh, das ist ja viel zu Lego. Ne? Die Sprachausgabe ist denen zu niedlich und so weiter und so fort. 6 plus, 9 plus. Und ich fand es toll, wenn so Jugendliche in dem Alter dann über Star Wars philosophieren und dann plötzlich mit Grievous anfangen. Ich staune nicht schlecht. Bei ihnen ist nicht Darth Vader, nicht Kylo Ren oder Darth Vader, nee, Grievous, General Grievous. Da wird drüber diskutiert und wir haben diskutiert über Grievous. Ja, ist halt ein Tech, ist halt kein Mensch, die so ein 6 plus ist der Meinung, wäre ein Mensch. Nee, Grievous ist kein Mensch, ist ein Roboter und so weiter, hat auch keine echten Augen und so weiter und so fort. An dem Thema noch einmal alle 6 plus und 9 plus, die hier den YouTube-Kanal sich anschauen und auch live hier am Stammtisch, Star Wars Stammtisch, seid und vorbeikommt oder auch im Set unterwegs seid, euch auch alles anschaut, auch die Figuren oder ja, 9 plus, 9 plus, er hat Figuren, aber er hat keine Flieger. Also Mama, Papa, die gewissen 9 plus, er weiß genau, wer jetzt gemeint. Er darf später auch hier mal vor laufender Kamera dabei sein und er darf auch die Fragen stellen. Ich finde ihn toll, diesen sogenannten 9 plus Kameraden. Der kommt immer rein und sagt, ich habe mal eine Frage. Ich habe nämlich Alzheimer. Wie teuer kosten das? Also welcher Preis? Ich finde es toll. Er hat immer Alzheimer. Ja, 9 plus und er hat schon Alzheimer. Er weiß nicht, wie teuer sowas ist. Also dann wird halt erklärt, dass sowas hier um die 30 Euro kostet. Da sind wir also auch schon beim Thema. Wir sind bei Thema Rogue One. Rogue One, die ersten Figuren sind schon da. Sie ist da, J-Lo, Sergeant Jane Erso. Sergeant Jane Erso. Ne? 6-Inch Figur. Ja, Wohlmarkt. An die anderen Kunden, die da waren, Wohlmarkt. 3,75 Inch. Ich meine, wir haben ja für euch tolle Firmen, die wir euch auch immer sagen, wo ihr einkaufen sollt. Sind natürlich Online-Firmen und die sind natürlich beim Stammtisch und bei den 100% Begeisterten bei Facebook zu finden. Da stehen wir zu, kauft dort ein, ihr bekommt die Ware und sehr, sehr viele sind zufrieden, sehr zufrieden mit diesen Star Wars Händlern, die online halt euch die Ware zukommen lassen. Wir haben die Ware natürlich auch hier, aber im ersten brauchen wir sie ja wie gesagt als Kulisse. Wir brauchen die Ware für die Kameraarbeit, deswegen verkaufen wir die Ware halt etwas ungern. Eines Tages verkaufen wir die richtig, damit die 6 plus und 9 plus das wissen. Natürlich wird es verkauft irgendwann auch günstiger, aber leider nicht für 5 Euro, das klappt nicht. Also 5 Euro für die Figur klappt einfach nicht. Will man natürlich sehr gerne machen, geht leider nicht. Ihr müsst halt diese 5 Euro mindestens 10 Mal sparen, um ein oder zwei Figuren, weil die andere ist ja auch schon da, ne? Ihr Mitspieler sozusagen,
Das ist Captain Cassian Ankor. Er ist auch da. Der Captain, wie gesagt, für 5 Euro klappt leider nicht. Ich finde 6 plus, 9 plus finde ich super, mit denen hier zu sprechen und mit denen die Figuren durchzugehen. Ja, die sind halt wie gesagt alle da. Für die Kulisse, die wird auch wie gesagt bald ausgepackt. Das dauert halt auch noch ein bisschen, weil wir ja die 24 Türchen drehen möchten. Wir möchten also die 24 Türchen Sachen machen, wo halt die Rogue One, also Rogue One hat keinen Vorspann. Rogue One ist für die ältere Gruppe, für die älteren Fans ist Rogue One erdacht worden. Ja. Ja, ist leider so. Rogue One ist für die ältere Gruppe erdacht worden und hat keinen Vorspann und wird auch komplett anders sein, wie Star Wars jemals gewesen ist. Da sind wir wieder beim Thema. Wir bleiben beim Thema. Nicht nur jetzt hier am, ja, so am Stammtisch, da kann man sprechen. Irgendwann, wie gesagt, seht ihr die 6 plus und 9 plus, aber wir möchten also nur dann die Jugendlichen vor der Kamera wissen, wenn sie von den Eltern, also wenn die Eltern Ja sagen. Also wenn die Eltern Ja sagen, dürft ihr auch vor die laufende Kamera und dann können wir hier drehen und dann dürft auch ihr sprechen über Star Wars. So, Grievous ist halt eher angesagt wie Darth Vader. Es ist sehr schön mit den Jugendlichen zu sprechen, wenn die dann Vader Rebels kennen, also sie kennen kaum. Also manchmal ist doch alles nur für uns Erwachsene. Also wir schauen Rebels, wir schauen Marvel, Comic, Star Wars gibt es ja mittlerweile, Marvel, Star Wars. Und die Jugendlichen ab 6 plus wissen das gar nicht. Und was Walt Disney oder Lego gar nicht weiß, dass sehr viele Jugendlichen 6 plus, 9 plus das mit dem Lego gar nicht so toll finden. Ja? Die finden also wirklich das toll, was wir Erwachsene auch toll fanden, die Darsteller und so weiter. Also, ne, das muss man halt mal gesagt haben, dass auffällig ist, dass Lego gar nicht so angesagt ist, wie Lego es vielleicht meint. Die Preise sind auch heiß. Also, wenn man so mit den Jugendlichen redet, zwischen 6 plus 9 plus, die sagen, nö, Papa hat das gekauft, Papa hat das gemacht und Papa hat es hingestellt. Also, ich sind es, sind wir wieder. Ne? Wir großen alten Männer sind dann in Wirklichkeit wieder die Kinder und schieben unsere kleinen Kinder vor, damit Mama, die Regierung, die Kohle locker macht für so ein Teil hier. Ne? Ist klar. Ne? Ist ja manchmal nicht billig. Star Wars ist ja überhaupt nicht billig. Ne? Also zum Beispiel die neuen Rogue One Figuren um die 30 Euro, wenn man Pech hat, irgendwann um die 40. Ist so. Zwischen 30, also zwischen 25 und 35 Euro werden diese Figuren im Moment gehandelt. Am Anfang waren sie so 39,90, aber mittlerweile bekommt man die hier also schon ab 25,90. Ja. Kurzzeitig, ist ja wieder Weihnachten. Weihnachten fallen die Preise, dann gehen sie wieder hoch und irgendwann sind sie utopisch. Utopisch, ja. Dann kostet so ein Teil nicht mehr 79, dann kostet so ein Teil plötzlich 790. Der AT-AT exklusiv Deluxe kostet mittlerweile 928. AT-AT Deluxe kostet mittlerweile 928 Euro. Und bei wem? Bei Amazon. Ja, Amazon, so billig ist Amazon nicht. Also wir haben viele Firmen, die wir euch gerne vorstellen, wo wir sagen, geht dort einkaufen, weil wir wissen, dort könnt ihr diese Ware, die ihr gerne haben möchtet, kaufen. Ja, auch auspacken, spielen, meistens. Ne? Und bei uns hängen sie halt als Kulisse an der Wand, damit das auch noch aussieht. Ne? So, Film, Figuren und Theater. Im Mai kommt ja auch, im Mai kommt auch Mr. Sparrow wieder. Ne? Ins Kino und die Frage lautet so langsam: Marvel, Star Wars, Marvel. Könnte es sein, dass auch irgendwann mal DC Comics mit Star Wars, Marvel ist ja jetzt mit Star Wars, könnte ja sein. Ne? Uns haben die Amerikaner heute auch wieder über LucasArts den neuen Knight, also das Old Republic, zukommen lassen. Wir haben die Videos, läuft ja, wir lassen sie laufen, wir zeigen sie euch. Ja,
Stammtisch. Es war, also wie gesagt, sehr, sehr interessant, mit den 6 plus, 9 plus sich zu unterhalten. Es war eine Menge hier. Ja, und wie gesagt, Grievous ist plötzlich da der große Held. Also fand ich, war nicht abgesprochen, die kannten sich ja gar nicht. 6 plus und 9 plus. Und schauten sie, 9 plus hatte sogar Geburtstag, nochmal nachträglich Happy Happy Birthday. Ja? Hat also hier einige Sachen noch bekommen. Ist logisch, wenn er Geburtstag hat, bekommt er natürlich etwas und dann auch noch günstiger. Aber wie gesagt, 5 Euro klappt nicht. So günstig können wir das, wie gesagt, nicht machen. Auch wir zahlen horrendes Geld, auch wenn es nur Kulisse ist, auch wenn es hier nur rumsteht. Wir sind dennoch Fachhändler. So, Fachhändler. Da haben wir das Stichwort Fachhandel. Der sogenannte Fachhandel wird ja auf irgendeine Art zerstört, mit sehr vielen Selbstständigen unterhalten, mit sehr, sehr vielen Selbstständigen unterhalten. Und alle kommen zum selben Schluss. Wir, die selbstständig arbeiten, arbeiten für andere, damit die reich werden. Der Staat und alles, die werden wirklich alle reich, nur selbst wird man nicht reich, weil man muss das alles ja ausgeben, was man eingenommen hat. So, wenn man 30 Euro jetzt einnimmt, muss man wieder 30 Euro ausgeben oder 25 Euro ausgeben oder noch Geld drauf tun, um sowas hier, ne, sowas hier. Also wenn man jetzt 30 Euro einnimmt, ist das keine Einnahme, da geht ja vieles runter. Die waschechten Selbstständigen, die jetzt zuhören, die wissen Bescheid, worum es geht. So einfach ist das alles nicht. So, wenn man Fachhandel ist, Fachhandel. Viele 6 plus, 9 plus wissen gar nicht, was Fachhandel ist oder was ein Fachverkäufer ist. Fach, der kommt aus dem Fach, der hat das nicht nur gelernt, ja, sondern der kennt sich auch aus mit der Ware. Der weiß, wo sie herkommt, ob es lohnenswert ist, sowas zu kaufen, warum sowas lohnenswert ist zu kaufen. Mit so einem Fachangestellten kann man darüber reden. In einen Mediamarkt, Toys R Us und wie sie heißen, geht man rein und dann war es das. Ja, also mit Fach ist da nichts. Worauf möchte ich hinaus? Wir vermissen die Fachgeschäfte. Die kleinen Fachgeschäfte, wo man wirklich einkaufen konnte, wo man auch nicht allzu weit. Wir haben gerade, wie gesagt, mit sehr vielen gesprochen. Wir konnten hier in diesem Umkreis des Studios einkaufen. Wir mussten nicht ins Auto. Wir mussten nicht weit fahren, um einzukaufen. Wir mussten auch nicht zur Stadt. Hier gab es wirklich alles. Ja? Man nannte es früher die sogenannten Tante-Emma-Läden, die, ne, diese kleinen Fachgeschäfte, die kleinen Fachfirmen, die, wo man dann diesbezüglich die Ware bekam. Ja, vorhin noch eine Nachfrage, Wikinger, die brauchten Wikinger-Figuren. Gut, Star Wars und Viking passt irgendwie nicht, aber hätten wir besorgen können. Ja? Der Kunde hätten wir ihn besorgen können. Natürlich kann man sagen, ach, mache ich heute selber, gebe ich bei Amazon ein. Okay, heute kann man alles eingeben und irgendwann schellt der Postbote und man bekommt die Ware. Ist zwar toll, alles toll, super toll, aber trotzdem, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Wir marschieren in so eine kalte, wirklich so eine kalte Zeit, ja, wo 6 plus, 9 plus gar nicht wissen, was ein Fachangestellter ist. Warum weiß der Mann? Warum kennt der Mann? Warum weiß der Mann darüber Bescheid? Ja, sowas kommt. Ein 6 plus, 9 plus schaut einen an, wieso kennst du den? Oder warum weißt du das? Warum weißt du, dass das und das passiert? Ja, weil die sind es nicht gewohnt. Ein 6 plus, ein 9 plus ist es nicht gewohnt, dass jemand da ist, der denen das alles erklären kann, wo das herkommt, wer es gemacht hat, aus welchem System oder wie es überhaupt sich zusammensetzt, das Ganze. So, wenn man einem 6 plus, 9 plus erklärt, dass das Ganze hier, Star Wars oder Filmfiguren, dienlich ist für denjenigen, der es erfindet. Da erfindet jemand Star Wars 1971, George Lucas, und macht daraus Geld. So, weil keiner ihm geholfen hat. Ja, man hat Star Wars nicht ernst genommen. Ja, zu dem Zeitpunkt war nämlich Star Trek noch in aller Munde. Ja, und dieses Star Trek in aller Munde war ja auch deswegen der Hype, weil dort jeder war. Da waren alle. Da waren Außerirdische, Farbige. Das war in den 60ern, war das ja
Na, wer die 60er Jahre noch kennt und weiß, worauf ich jetzt hinaus will, der Rassismus ist ja heutzutage immer noch. Ja? Auch in Amerika mit den Farbigen und so. Brauchen wir ja gar nicht. Und deswegen war Star Trek natürlich in aller Munde, weil das war Sensation. Dort war Sensation. Und dann waren die Frauen ja auch stimuliert da mit ihren kurzen Röcken und alles. Und es war, wie gesagt, Außerirdische und Planeten. Also es war. Star Trek war an sich so der Vorreiter. Und dann diverse andere auch. Und dann hat George Lucas das Ganze gerissen. Und ab den 70ern, 80er Jahren war dann Star Trek beruhigt. Da ging, war alles ruhig. Und jetzt ist halt Star Wars. So, Krieg der Sterne, Star Wars, Sturmtruppler, Stormtrooper. So, kommen wir auch kurz zu den Kostümen. Haben wir auch drüber gesprochen, warum kann ein Sturmtruppler oder ein Stormtrooper nicht auf Toilette und so weiter. Dann wird einem 6 plus, 9 plus rau erklärt, wie so ein Kostüm zusammengesetzt ist. Kylo Ren zum Beispiel kann zur Toilette gehen, weil er eine Hose trägt und das ganze Cape und alles um sich herum trägt, nicht wie ein Stormtrooper an seinem Körper und in Corsage und alles eben nicht geht. Eine tolle Sache, wie gesagt, heute total irritiert, dass 6 plus und 9 plus so viele Fragen gestellt, die jetzt hier in dieser umgesetzt euch den Größeren, allen Zuschauern, allen Kunden, jetzt hier im heimischen Fernseher oder halt im YouTube-Kanal oder hier im Shop, wenn welche unter uns hier und wie gesagt über die Sachen sprechen. Ja, Kylo Ren, ne? In Teil 7, Awaken, kommt ja heute in 20 Tagen nochmal auf DVD, also 3D. So, wenn man sich das Ganze dann anhört, als Fach, bekommt man ja dann Vorder- und Hintergründe. Man liest ja und man wird ja gefragt, wie viele Sachen du einkaufen möchtest und wo man die beziehen kann, die ganzen Sachen. Ja, Kylo Ren ist an sich, ich hätte mich natürlich auch gewundert, weil ich hatte ja die Dreharbeiten gesehen, Kylo Ren, also der Darsteller, der kam ja immer ohne. Er kam immer ohne Helm, stand er da, wurde auch so fotografiert, Green Room, ne? Kam er und auf einmal trug er die sogenannte Maske. Ja, man hat sich am Schneidetisch, es kann schon mal vorkommen, dass am Schneidetisch entschieden wird, du, dem setzen wir was auf. So, dann geht man in den CGI-Raum, also CGI-Raum und setzt alles zusammen und setzt dem Schauspieler dann eine Maske auf oder verändert ihn halt noch. Viele Schauspieler schauen ja in Wahrheit gar nicht so aus, wenn man sie trifft. Sehen ja ganz anders aus, weil dann irgendwie in den Gesichtszügen noch Maske und alles eingearbeitet wird. Die sogenannte Maske von früher mit Puder und so ist ja nicht mehr so, sondern überwiegend auch, wie gesagt, mit dem Computer. Da wird die Computeranimation noch eingesetzt, der Kopf wird noch anders gemacht und alles. Oder halt kriegt einen Helm auf, so wie Kylo Ren. So, und das ist zum Beispiel in der 3D-Version, wird das beigelegt, kann man nachlesen, wer die Special Edition sich bestellt hat, da steht ja noch mehr drin. In der 3D-Version, heute in 20 Tagen, wird die auf dem Markt sein und ja, das war es an sich schon. Also wir hatten Besuch von 6 plus, 9 plus, wir hatten unheimlich viel Spaß hier, 9 plus war der allerbeste. Weil der litt immer unter Alzheimer. Ich finde das toll, wenn so ein 9 Plus, sag mal, ich habe Alzheimer. Wie teuer ist denn die? Kriege ich die für 5er? Leider nicht. Weder Jeo oder irgendeine andere Figur für einen 5er klappt meistens nicht. Wir versuchen natürlich, das alles so günstig zu machen. Und wir versuchen ja auch, das sogenannte Fachgeschäft wieder so ein bisschen ins Leben zu rufen oder als Nostalgie zu sagen, hey Leute, es gab mal Fachgeschäfte, da konntet ihr reingehen oder konntet ihr Figuren kaufen. Ne? Boah, nicht nur Figuren, alles. Also Spielzeug, Waren, Fachgeschäft, Spielzeug. Ach herrlich, früher lagen die Cowboys und Indianer, bevor das hier alles auf dem Markt war, ja, weit, weit her, vor 55 Jahren, konnte man hier die Ware kaufen für wenig Geld. Da gab es ja auch noch die D-Mark, da waren so kleine Körbe. In diesen kleinen Körben lagen dann die Figuren lose rum. Da konnte man die für 50 Pfennig oder eine D-Mark ja, kaufen. Sogar gab es welche für 30 Pfennig. Alles Utopie. Dass keiner weiß mehr, was 30 Pfennig, 50 Pfennig, ein Mark
Ja, das waren noch Zeiten. Ja. Cowboys und Indianer. Hm? Ja. Cowboys und Indianer, werde ich nicht verstehen. Aber heute steht da der Kyle Rain. Ja, früher stand da ein Sitting Bull, ein waschechter Indianer. Ja, bei der Firma Roskoten in der Stadt Essen, ja, am Kennedyplatz in der Nähe, war die Firma Roskoten. Das war ein Fachgeschäft für Spielwaren. Ja, und da stand so ein Sitting Bull. So ein Sitting Bull, ja, mit Autogramm, ja, stand da dann da. War waschecht, er war ein echter Indianer. So, und worum ging es? Es ging natürlich um Kamai, es ging natürlich um Revell, diese kleinen Figürchen und so weiter und so fort. So, heute ist es halt Star Wars oder diverse andere. Heute sind wir Cosplayer, tragen selber Kostüm, wir haben Conventions, wo wir uns treffen. In Stuttgart nächstes Jahr, 2017, ist wieder eine Convention, eine Comic-Convention. Dann ist in Diego, San Diego, ist wieder eine Convention von Star Wars für Star Wars Fans. Nicht in London, war ja dieses Jahr die diesjährige London Convention, die war super, die war ausverkauft, da war wirklich Flair, ging ja alles um Rogue One, ja, die ganzen Schauspieler waren da und so weiter. Manchmal frage ich mich, okay, könnte mir auch so eine General Uniform, ja, mit so einer General Uniform könnte ich hier moderieren, mal schauen. Wie gesagt, das hier ist die deutsche Version von Star Wars The Show. Also Star Wars Show in Deutsch. Wir wollen das Ganze jetzt nicht übersetzen, weil wir euch ja nicht die Rebels verkaufen möchten. Weil wir stellen ja hier vor Ort fest, dass so viele Jugendliche 6 plus 9 plus gar nicht die Rebels kennen. Nee, können die gar nicht. Die wissen das gar nicht. Und das Lustige an der Geschichte ist bei 6 plus und 9 plus, dass sie auch Lego gar nicht so mögen. Dass wir Älteren an sich diejenigen sind, die Lego kaufen, weil wir meinen, dass die Kinder Lego mögen. Nee, die wollen halt General Grievous haben, auch nicht als Lego, sondern als richtige Figur und so weiter und so fort. Wir haben natürlich auch viele, die nur Yoda, also als Fachgeschäft müsste jetzt hier nur Yoda hängen. Und da müsste nur Mogus zum Beispiel hängen, der kostet nämlich auch mittlerweile, oder der Reven, ne, mit E, nicht mit A, ist kein Rabe. Ne, also so die Old Republic Figuren, die müssten wirklich so, ne? Aber in den sogenannten Fachgeschäften der 50, 60, 70, 80er Jahre, die heute nicht mehr existieren, wäre das unlogisch, wenn wir das täten, ne? Ist halt so. Ja, Rogue One und Kylo Ren und die diversen anderen, also wenn man so sieht, wie Figuren und die ganzen Sachen plötzlich im Preis explodieren oder wie die Preise plötzlich sinken von 219 Euro auf 29,95, ja. Oder aber ein AT-AT Special Deluxe von 198 auf 998 Euro und 27 Cent. Hammer, ne? Ja, so kann es kommen, so kann es gehen. Viele fragen ja, was ist sie wert? Böse sagen, das ist ein Püppchen. Das ist ein Püppchen, irgendwo hergestellt für wenig, wenig, wenig Geld. Bulli zum Beispiel. Die Firma Bulli lässt ja herstellen, 6 Tage die Woche Kinderarbeit. Ja, ja, ja. Hat Welke, ne? Welke hat in seiner Sendung da, ZDF Heute Show, darüber berichtet. Ne? Ja, ja, ja. Okay, das war die Firma Bulli. Aber damit haben wir jetzt nichts zu tun. Wir bleiben bei Star Wars. Star Wars von George Lucas, erfunden, etc. pp. Aber jetzt Marvel. Star Wars, Marvel. Ja, die Hälfte. So, irgendwann kann es sein, dass das dann auch, ja, Star Wars Marvel wird, so ungefähr mit Universe. Es kann sein, dass der Thor plötzlich kommt. Oder diverse andere. Oder Loki mit Star Wars. Ja. Also lasst uns mal überraschen. Also noch einmal. Für die Hardcore-Fans, die härtesten an der Sonne, auch ihr müsst Abstriche machen. Ja, ihr müsst euch verabschieden von Universe. Natürlich könnt ihr es lesen, ist ja noch alles da, aber es ist nicht mehr. Es ist jetzt halt, wie gesagt, auf der einen Sparte Star Wars Marvel, auf der anderen Seite Disney und auf der ganz anderen Seite Lucasfilm und LucasArts in der Game-Geschichte. Es ist ja an sich alles da, nur in der Film-Geschichte.
Geschichte. In der Filmgeschichte wird sich alles verändern. Weil es geht nicht anders. Man kann keinen Disney-Verantwortlichen oder Disney-Angestellten 25.000 Jahre Star Wars erklären oder irgendwie, dass er das weiß. Das ist ja wirklich, nee, es geht nicht. Also bleiben wir da, wo wir sind. Wir sind jetzt bei Rogue One, bei dem ersten Kriegsfilm für uns Erwachsene. Ohne Vorspann, komplett anders aufgebaut, die Szenarien sind anders aufgebaut. Es wird eine komplexe, andere Geschichte. So, Rook ist jener hier, das ist Rook. Der hier vorne, das ist Rook. Und dieser Rook fragt sich, um an den Todesstern heranzukommen, damit sie sich, J-Lo, sich umziehen kann, um da reinzukommen. Die tricksen nämlich da auch wieder rum. Nur keine, nicht als Stormtrooper, sondern mit anderen Uniformen. So, die ziehen, also die schlüpfen in andere Uniformen, imperialistische Uniformen, um auf den Todesstern zu gelangen. So, um da ranzukommen, hat Rook One gesagt. Codename Rook One. So sieht's aus. So, und durch diesen Code, Rook One, können die dann in den Todesstern und dann geht's los. Ja, sind auch viele Fragen gestellt worden. Ist denn der Imperator in der Nähe? Wer weiß. Also man hat am Set nicht gesprochen damals, dass ein Imperator da ist. Man hat auch nicht irgendwie erklärt, dass irgendwelche andere Schauspieler da waren, die den Imperator dargestellt haben. Das ist uns überraschend, dass Darth Vader wieder da ist, ist ja schon mal super. So, Darth Vader hat ein neues Kostüm. Darth Vader ist etwas korpulenter, ist etwas stabiler, ist aber auch genauso groß. Ja, wer ihn Deutsch spricht, wir wollen hoffen, dass der deutsche Synchronsprecher ihn widersprechen wird. Ja? Earl Jones in Amerika ist klar, wird ihn sprechen. Für die, die den Original irgendwann mal auf DVD bzw. Blu-ray können ja dann springen, da können sie ihn ja hören. Ja, also total herzlich willkommen zur Show, Star Wars Show. Und in wenigen Wochen beginnen wir ja mit den Türchenclips und sollten unsere 6+ und 9+, unsere YouTuber, die es mitbekommen haben, ja, wir drehen, wir machen am 5.12. am 5.12. zum Nikolaus. Ist klar, machen wir, reden wir nochmal drüber, auch vor laufender Kamera oder ohne laufender Kamera, dann müsst ihr natürlich zu dem Drehtermin kommen. Also an alle YouTuber, die hier von 9.30 12.30 Uhr, heute war es halt ein bisschen länger, hier erscheinen und wenn wir dann darüber philosophieren, über die ganzen Figuren und über die Fluggeräte und auch über die Bücher, die hier sind, auch die 1:1 Figuren, die hier sind. Wir arbeiten ja daran, dass viele 1:1 Figuren hier stehen werden. Wir müssen nur gucken, welche, weil plötzlich spricht man von Grievous. Die Figur Grievous, 1:1, die ist in Handarbeit. Und diesen Amerikaner, der diese Figur hat, in Handarbeit zu ordern, hier, das sprengt halt ein bisschen den Rahmen. Ne? Das ist jetzt für die 6+, 9+, also das sprengt den Rahmen. Wir können jetzt hier keine 1:1 Riesenfigur, würden wir gerne bringen, würden wir gerne machen. Deswegen sagen wir ja immer, geht Filmfigurenmuseum, das Filmfigurenmuseum Berliner Straße in München-Gladbach, das ist ein ehemaliges, altes Schwimmbad gewesen, das Museum sagt das Wort, da ist alles Star Wars mäßig 1:1, nicht ganz 1:4, der AT-AT hätte sonst nicht da reingepasst. Na, steht aber riesengroß, der AT-AT, Luke Skywalker seilt sich dann immer schön ab da und hoch, könnt ihr euch alles anschauen. Es sind 1:6 Figuren da und es macht schon Spaß, in diesem Filmfigurenmuseum in München-Gladbach, Berliner Straße, in dem ehemaligen Schwimmbad, einfach mal als 6+, 9+ mit seiner Familie, mit seinen Eltern. Da ist auch ein erstklassiger, also in der Nähe ist auch ein erstklassiger Toys R Us Laden, den wir natürlich auch sagen, da könnt ihr auch einkaufen, weil es ein verdammt guter Toys R Us Laden ist. Wunderbar, ist also ein kleines Industriegebiet in München-Gladbach, da ist Toys R Us. Und bei den Toys R Us haben wir auch viele Sachen gekauft. Die sind hin und wieder günstig, haben also wirklich gute Abteilungen, wo ihr wirklich dann in so einem Star Wars Ambiente euch das beste Stück rausholen könnt. Natürlich nicht alles, so zum Beispiel Grievous kann sein, dass er nicht da hängt, sondern hier so
Rogue One Figuren hängen. Ansonsten fragt uns, wir sagen euch dann, wo ihr einkaufen könnt online. Wir sind ja bei den Begeisterten, sind ja Ferrera ist zum Beispiel diese Star Wars Geschichte, wo ihr einkaufen könnt. Das sagen wir euch ja immer, könnt ihr online dort einkaufen, weil das ist eine wunderschöne Online Rubrik, wirklich wunderbar aufgelistet. Die Preise sind auch gar nicht so hoch und können wir einfach empfehlen. Macht also Spaß. Also noch einmal, heute war ein bisschen 6 plus 9 plus, musste also die Moderation ein bisschen runterfahren. Gehe heute also nicht auf die Großen ein. Die Großen wissen Bescheid. Rogue One, die Figuren auch bei uns zu erhalten. Wir besorgen euch oder sagen euch, wo ihr sie bekommen könnt. Und für die Kleineren sagen wir das natürlich auch. So, während ich mich hier verabschiede, indem ich die beiden wieder dahin hänge, wo sie hingehören, wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende wie immer. Es freut mich sehr, euer Medienkanzler, dass ihr euch sehen lasst, dass ihr hier in dem Shop vorbeikommt, dass wir über Star Wars philosophieren, über Figuren philosophieren. Heute war viel los, 6 plus 9 plus. Es war vieles über Grievous zu berichten und mit Grievous Figuren zu hantieren. Wenn die Sendung weiterhin so gut ankommt und wenn dieser Shop auch weiterhin so gut ankommt, dann wird natürlich sicherlich irgendwo ein 50 oder 100 Quadratmeter Raum so umgebaut, dass 6 plus 9 plus staunend rein und auch mit den Sachen spielen können. Mal schauen. Das ist jetzt aber nicht versprochen, weil man achtet ja immer sehr auf das, was ich sage. Vor allen Dingen 6 plus 9 plus. So, wir werden auch weiterhin immer die Wahrheit zu 6 plus und 9 plus sagen. Wir werden nicht schummeln. Und wir sagen auch immer, haltet euer Geld fest, spart. Ja, ab 5 Euro klappt meistens nicht, so eine Figur zu erwerben. So, 9 plus filmt immer alles, finden wir auch super. Ja, 9 plus filmt immer alles, ja, weil er immer dement ist. Ich find ihn super, er ist dement, er stellt viele Fragen. Und wie teuer sind die, habe ich gerade wieder vergessen, weil ich ja dement bin. Ich finde ihn knuffig, ja, eine tolle Sache. Vielleicht drehen wir ja, wie gesagt, irgendwann mit ihm hier vor laufender Kamera, dann lernt er den jungen Mann auch mal kennen. 9 plus, spitzmäßig. Ja, also wie gesagt, ich wünsche euch eine tolle Woche und wir erleben uns nächste Woche, wenn es wieder heißt, willkommen zur Star Wars Show. Ja, macht's gut, ciao.